liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzliches Willkommen heute Abend. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer neuen Talkshow Schlossplatz Berlin, wo Politik auf Wirtschaft trifft. Wir befinden uns hier im ehemaligen Staatsratsgebäude, ein wunderbarer historischer Ort mit einem wunderbaren Blick auf den Bau des neuen Stadtschlosses. Heute residiert hier eine der renommiertesten Hochschulen, die ESMT. Ihr Präsident, Professor Rocholl, ist heute Abend mit uns der Gastgeber, neben Timo Pache von Kapital und mir. Ja, und das erste Thema heute Abend könnte nicht aktueller sein. Wir haben uns das Thema ausgesucht, was können wir Deutschen eigentlich? Ein Schloss bauen, offensichtlich. Beim Flughafen wird es schon schwieriger. Und schaffen wir das mit den Flüchtlingen, so wie die Bundeskanzlerin das gerade immer verspricht? Über diese Fragen wollen wir heute Abend mit unseren Gästen sprechen. Ja, ich möchte Ihnen die Talkrunde vorstellen. Einige haben Sie schon erkannt, die kennen Sie auch sonst aus dem Fernsehen. Ganz zu meiner Linken, Herr Dr. Peter Ramsauer. Er ist ehemaliger Bundesverkehrsminister, sehr, sehr lange schon in der Politik. Heute ist er Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestages. Schön, dass Sie da sind. Rechts von mir Professor Bert Rürup, ehemals Vorsitzender des Sachverständigenrats der Bundesregierung, vielfacher Regierungsberater bei diversen Reformen, heute Präsident des Handelsblatt Research Instituts. Herzlich willkommen. Ja, und ganz rechts der Schlossherr Manfred Rettich, ehemaliger Beauftragter der Bundesregierung für den Umzug von Bonn nach Berlin. Und weil Sie das so gut gemacht haben, hat man Ihnen auch gleich zugetraut, dass Sie ein Schloss bauen. Und dass das offensichtlich funktioniert, können wir von hier aus beobachten. Herr Rettich, schön, dass Sie da sind. Was können wir Deutschen eigentlich? Das ist unser Sendungstitel. Und Herr Professor Rocholl wird uns dazu einige Thesen geben. Ich habe genau drei Thesen, um in diese Diskussion einzuführen. Man könnte provokant sagen, das Land Deutschland hat sich bequem gemacht, auf einer Insel der Glückseligkeit, umgeben von vielen Krisen und Konflikten weltweit. Die Frage ist also, was muss passieren, dass Deutschland wieder in eine Ära der Reformen eintritt? Der zweite Punkt, die Integration von Flüchtlingen. Der Zustrom an Flüchtlingen ist eine große Chance, wenn, aber auch nur wenn, kräftig in die Bildung investiert wird, wenn die Integration der Flüchtlinge gelingt. Dritter Punkt. Deutschland ist nun seit 25 Jahren wieder vereint und dieser Jahrestag hat den Blick darauf geworfen, was gelungen ist, aber er hat auch den Blick darauf geworfen, welche großen Unterschiede es noch gibt zwischen Ost und West, insbesondere was die demografische Entwicklung betrifft und insbesondere was daraus die resultierenden Infrastrukturmaßnahmen sind. Wir haben uns dabei durch den demografischen Wandel auf den Rückbau eingestellt. Die Frage stellt sich, können wir eigentlich noch Aufbau? Vielen Dank, Herr Rocholl. Das war eine Menge Stoff für diese Runde. Und damit legen wir jetzt mal los. Ja, Herr Rettich. Herr Rocholl hat es gesagt, es sind Riesenherausforderungen, die auf uns zukommen. In Bezug auf die Flüchtlinge, Sie bauen hier gerade ein großes Stadtschloss, wäre ja auch eine schöne Unterkunft für Flüchtlinge so mitten in der Stadt, aber die Räume sind noch nicht fertig, oder? Ja, jetzt im Moment ein bisschen schwierig, keine Heizung und nichts drin, aber ich möchte eigentlich aufbauen darauf, was es schon mal gegeben hat, als damals die Wiedervereinigung kam und es darum ging, dass Bonn geschlossen wird und sozusagen die Verlagerung nach Berlin kommt. Da war auch immer gesagt worden, schaffen wir das überhaupt, geht das? Da wurden dann erst unrealistische Zeitvorgaben gemacht aus der Politik, das muss man einfach mal sagen. Aber wir haben das geschafft und wir haben 1999 diesen Regierungsumzug schon beendet gehabt und die Welt hat drauf geschaut. Also ich habe das immer wieder erlebt, dass aus verschiedensten Ländern, wo man auch über so etwas nachgedacht hat, hier nach Deutschland gekommen ist und gefragt hat, wie macht ihr das? Also dass so, solche Prozesse gehen, wenn man das will, davon bin ich überzeugt. Mhm.
Wenn man versucht, Herr Rettig, so ein bisschen Privates über Sie rauszufinden, dann ist das äußerst schwer. Also Internet, googeln, so das Übliche, da erscheint nicht viel. Ich habe gefunden so einen kurzen Bild-Zeitungs-Videoclip und daraus wurde klar, dass Sie eine Datsche im tiefsten Osten besitzen und dort gerne ein kühles Bier trinken. Passt das irgendwie zum Münsteraner, da so mitten im tiefen Osten? Also das Bier passt sowieso zum Münsteraner und ich sage immer, Münster ist ja auch eine Hauptstadt gewesen. Das war die Provinzialhauptstadt von Westfalen. Also insofern kennen wir das, dass drumherum Landwirtschaft ist und dass da drumherum freie Natur ist. Nein, ich finde das sehr wunderbar, dass das Land rund um Berlin ist sehr schön. Als jemand, der Architekt ist, ist mir zumindest noch was aufgefallen, nämlich, dass Sie hier in Berlin nicht unter den Linden wohnen und auch nicht im Grunewald oder am Schlachtensee, wo man vielleicht vermuten würde, würde einer hinziehen, der schöne Häuser liebt, sondern Sie wohnen am Görli, am Görlitzer Park, mitten in Kreuzberg. Das ist mindestens ungewöhnlich. Was hat Sie denn dahin verschlagen? Ja, da geht die Post ab. Also insofern bin ich da genau richtig. Nein. So am 1. Mai oder wann ist das? Auch da, ja. Aber man muss ja nicht ständig da sein, aber es ist wirklich was los und ich kann jedem nur raten, da mal hinzugehen. Es ist wirklich wunderbar. Sie haben eine tolle Gastronomie und ich darf auch verraten, ich glaube, ich bin der Älteste, der da wohnt. Okay, und was ist mit Ihren 5 Kindern? Die habe ich nämlich auch noch rausgefunden. 5 Söhne. Haben die Sie dort hin empfohlen oder sind die damit alle eingezogen oder wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Nein, die sind verteilt. Die sind übers ganze Bundesgebiet verteilt, sind ja mittlerweile, mein Kleinster ist mittlerweile 27, also insofern. Aber die kommen immer gerne nach Berlin und gerade zum Görli, das finden die alle ganz toll. Wie haben denn Ihre Söhne Sie geprägt? Mal umgekehrt, nicht Sie die Söhne, sondern die Söhne Sie, 5 Söhne. Ich meine, das heißt ja schon was. Ja, so eine große Familie geht nur mit viel Toleranz und im Umgang. Das heißt also, man stellt sich aufeinander ein und dann hat man ein sehr schönes Zusammenleben. Also mir hat jeder Tag sehr viel Spaß gemacht mit den Jungs. Und ist einer von denen auch Architekt geworden oder? Nein, ich habe keinen ermuntert. Wir haben also 5 verschiedene Studienrichtungen bei uns in der Familie. Wenn man so Ihren Lebenslauf studiert, dann waren Sie in der Finanzverwaltung in NRW, im Bundesverteidigungsministerium, im Bundesrechnungshof, im Bundesbauministerium. Eigentlich wären Sie doch nicht ein beruflicher Schlossherr, sondern Sie wären geeignet, als Staatssekretär irgendwo im Finanzministerium zu landen oder möglicherweise noch Flughafenchef Bär. Wäre auch noch eine Perspektive gewesen, oder? Also mir hat Management immer Spaß gemacht, nicht? Das muss ich schon sagen, auch Projekte anzustoßen und zu entwickeln, das war eigentlich immer eine tolle Herausforderung und insofern passt das schon, dass ich also jetzt hier dieses Schloss auf die Beine gebracht habe. Wir haben es jetzt gut im Lauf, dieses Projekt kann im Kosten- und Terminrahmen abgeschlossen werden, aber das ist jetzt abhängig natürlich auch nicht zuletzt von der Politik. Wenn man jetzt mit diesem Projekt Veränderungsvorschläge einbringt und Veränderungen vornehmen will, dann haben wir hier einen zweiten BER, das muss man wissen. Und da sind eben viele, die gar nicht erkennen, was da für Probleme hinterstecken in so einer Planungsphase oder Ausführungsphase, in der wir jetzt uns befinden. Zum Schloss komme ich gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal an einer Stelle nachhaken, nämlich bei dem Thema Bonn-Berlin-Umzug. Viele haben das ja mitbekommen und ich stelle mir das jetzt nicht gerade als Traumjob vor. Ich kann mich noch daran erinnern, als Journalistin, als dieser Umzug gerade stattfand, haben wir in meiner alten ZDF-Sendung ein Stück gemacht über Baumängel dort und über die fehlenden Feuerlöscher, die in dem Baugebäude dann alle in der Tiefgarage standen. Das ist ja so ein Ärger, mit dem Sie sich damals richtig rumschlagen mussten. Also warum hat Ihnen das trotzdem Freude gemacht? Ich sage immer, Bau fängt mit B an und hört mit Au auf, nicht? Also man kommt dann irgendwann mal in diese Aufphase rein. Das wird natürlich für die Journalisten ist das immer ein tolles Event. Sie müssen sehen, das sind ja alles Prototypen, die wir da gebaut haben. Also wenn Sie in der Autoindustrie sich das anschauen, Ferrari wird Weltmeister und ein Auto bleibt auch mal beim Start liegen. Und bei diesen großen Baumaßnahmen, das sind alles Einzelbaumaßnahmen und da sind eine Vielzahl von Ingenieuren, noch mehr als beim Ferrari-Bau oder Mercedes-Bau, dabei, so ein Bauwerk zu gestalten und zu schaffen. Und da haben sie so etwas, das muss man einkalkulieren, das muss man managen, das haben wir vernünftig gemanagt. Auch beim Deutschen Bundestag hatten wir solche Probleme, Herr Ramsauer weiß das. Da haben wir eine entsprechende Gruppe eingesetzt, die dann dafür gesorgt hatte, dass trotzdem das ganze Haus gut funktionierte. Also es ist eine reine Managementaufgabe. Herr Ramsauer, Sie waren damals schon im Deutschen Bundestag und haben diesen Umzug natürlich miterlebt. Wie erinnern Sie das denn heute? War das irgendwie
eine Anstrengung? Oder wie haben Sie da, ich habe gehört, einige Abgeordnete haben am Anfang überhaupt gar kein Büro gehabt. Die haben dann so mehr oder weniger aus dem Auto gearbeitet. Oder wie haben Sie das in Erinnerung? Ich war zu der Zeit parlamentarischer Geschäftsführer für die CSU-Landesgruppe. War damals im Übrigen, das klingt kurios, der Allerjüngste im Ältestenrat des Deutschen Bundestags, ungefähr 30-köpfig. So, warum sage ich das? Weil ich war damals fraktionsübergreifend, also gesamt im Ältestenrat, für den Bundestag zuständig für gewisse Umzugsbestandteile und für bestimmte Teile der Fertigstellung und Nutzung im Reichstagsgebäude. Das waren alle Bibliotheken. Das war das, was mal als Turnhalle und Spa und so gedacht war. Alle Restaurants, der Andachtsraum, dieser spätere Clubraum und so weiter. Herr Retti kennt das alles. Und wir hatten beim Einzug am 19. April 1999 hatten wir ungefähr 8000 Baumängel. Klitzekleine auch, wenn die Türklinke abgebrochen war. Und 800 davon, also ein Zehntel davon, 800 waren in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich kann Ihnen lange Geschichten erzählen, was da alles los war. Aber ich kann nur als ehemaliger Bauminister unterstreichen, was Herr Rettig gerade gesagt hat. Wenn ich Serienfertigungen mache, industrielles Bauen, Plattenbauen, also das kann jeder. Aber lauter Prototypen hinstellen, das ist eine Kunst. Und ich habe schon in meiner Ministerzeit aufgehört, mich aufzuregen, sondern zu sagen, wir stellen einen Prototyp hin, am Ende geht er. Und weil wir gerade von Herrn Rocholl, das Beispiel Flughafen, da war ich ja auch lange zuständig gehört haben, da sage ich immer, eines Tages ist er fertig. Und dann sind alle stolz und sagen, das ist ein toller Flughafen, der wird auch spitze werden, auch im weltweiten Vergleich. Im Übrigen, was da draußen läuft, also in den Medien meint man ja, da startet kein Flieger, da ist nur tote Baustelle, alles Quatsch. Da draußen in Schönefeld, das ist in Deutschland der 8. größte Einzelflughafen. Rang Nummer 8, Nummer 1 ist Frankfurt, Nummer 8 ist, man kann sagen, der BER. Jeden Tag 250 plus minus Flugbewegungen, 8 Millionen Jahrespassagiere, da ist richtig was los, der ist voll funktionsfähig, nur das neue Abfertigungsgebäude ist nicht leider fertig, sondern es wird vom alten abgefertigt. Das ist die Wahrheit. Herr Rettig, wenn man das schöne Schloss hier betrachtet, ist es ja erstaunlich schnell hochgezogen worden. Ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut. Es fehlen jetzt noch 30 Millionen Euro für den Fassadenausbau aus privaten Mitteln, aber auch der Bund soll sich, glaube ich, und das Land nochmal beteiligen. Aber die größte Summe haben Sie schon aufgebracht. Nun haben Sie lange gesammelt. Ich habe ein Bild gefunden und da habe ich gesehen, dass Sie bei George Bush waren. Was hat denn der mit unserem Schloss zu tun? Oh, George Bush Senior, muss man dazu sagen. Ist also jemand, der also dieses Projekt von vornherein immer sehr unterstützt hat. Und für die Amerikaner ist dieses hier eigentlich so ein Baustein, Beendigung des Kalten Krieges, baulich symbolisiert, so muss man schon fast sagen. Denn wir haben ja jetzt nach der Wiedervereinigung die Hauptstadt hier aufgebaut und der zentralste Punkt unseres Landes, das war ja früher mal das Schloss, das war bisher die Brache. Und jetzt bauen wir hier dieses Schloss oder dieses Humboldt-Forum, was für mich tatsächlich ein Transformationsprozess ist. Nicht? Das ist eine Transformation sowohl im städtebaulichen, architektonischen, aber vor allen Dingen auch für den, im inhaltlichen Sinne. Und das ist eine Sache, die Bush sehr, sehr interessiert hat. Auch Henry Kissinger im Übrigen. Im Kern würde mich jetzt mal interessieren, nachdem wir ja nun schon immer hören, was alles nicht funktioniert, Flughafen, andere Großbaustellen kennen wir auch, Elbphilharmonie in Hamburg. Warum funktioniert das mit dem Schloss? Was ist Ihr Geheimnis? Das kann ich Ihnen sagen. Als ich 2009 den Job übernehmen sollte, ich habe mich da nicht drauf beworben, da war es also so, das war vor Ihrer Zeit, da war die Vorgabe von dem damaligen Bauminister, Ihrem Vorgänger, das Schloss ist 2014 fertig. Und ich habe mir damals die Planung vom Architekten angesehen und habe gesehen, dass die gesamte Technikplanung noch gar nicht da war. Und da war das eine Utopie, 2014 zu sagen. Und ich bin damals in die Koalitionsverhandlungen gegangen, habe gesagt, und schreibt eines nicht rein,
dass das Projekt 2014 fertig wird. Never, es geht überhaupt nicht. Und sie hatten trotzdem schon die Haushalte darauf eingestellt gehabt. Sie hatten also im Jahre 10, 11, 12 hatten sie jeweils schon 100 Millionen im Bundeshaushalt drin gehabt. Es war technisch gar nicht möglich zu machen. Diese unrealistischen Zeitvorgaben, das will ich sagen, diese unrealistischen Zeitvorgaben, das ist immer das große Problem aus der Politik. Und wenn man dann noch sieht, dass diese Projekte, ich rede da immer gerne so, die organisierte Unverantwortlichkeit hat, nicht? Also dass sie Aufsichtsgremien haben, wo keiner drin sitzt, der richtig Ahnung von der Materie hat. Also die Politiker. Ja, sie sind ja im Aufsichtsgremium sind ja nicht nur Politiker, sind ja auch Verbände. Auch. Ja. Ja, natürlich. Nein, also es gehören auch Politiker in so einen Aufsichtsrat, nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Bei der Bundesbaugesellschaft, die Herr Ramsauer ja gerade genannt hatte, für die Bauten des Deutschen Bundestags hatten wir einen hochqualifizierten Aufsichtsrat. Da hatten wir Leute drin, wenn man da als Geschäftsführer da hinging, da wusste man, man musste schwere Fragen beantworten. Aber wenn Sie diese Gremien nicht vernünftig besetzen, dann haben Sie schon ein Riesenproblem. Aber grätschen Ihnen die Politiker nicht immer wieder rein? Ich habe das jetzt gerade gelesen mit dem Regierungswechsel hier in Berlin. Jetzt haben wir nicht mehr Herrn Wowereit, sondern Herrn Müller. Und der ist bei Ihnen vorstellig geworden und hat gesagt, ach, was wollen wir mit so einer Bibliothek? Da soll doch lieber was anderes rein. Und offensichtlich schaffen Sie es aber ja immer wieder zu sagen, geh mal nach Hause und lass mich in Ruhe. Ja, ich muss das jetzt mal abwarten, was da wirklich passiert. Das Komplexe einer Baumaßnahme wird von vielen Politikern nicht erkannt, aber auch von vielen Laien nicht erkannt. Und das Schlimme ist auch, das muss ich auch mal als Kritik gegenüber meiner Architektenzunft sagen, es ist immer einfach, mit einem Strich eine Wand zu verschieben. Aber die Technik, die dahinter steckt, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, ich habe da was mitgebracht, die Technik, die dahinter steckt, die wird sowohl von den Architekten gerne übersehen und erst recht von Bauherren oder Politikern. Und das ist das Fatale zum Beispiel auch gewesen beim Flughafen. Wenn Sie in einer gewissen Planungsphase sind und dann anfangen zu sagen, ich will noch dies, ich will noch jenes, dann bricht so etwas zusammen. Und ich sage dann immer ganz gerne, die Ingenieure legen dann den Griffel beiseite und sagen, jetzt wollen wir erst mal hören, was da kommt. Und dann machen wir erst weiter. Und da haben sie schon dann die Bauzeitverlängerungen drin. Sie haben den Rattenschwanz der vielen Kosten drin. Also diese Prozesse, die dahinter stecken, die werden einfach nicht erkannt und werden dann auch zum Teil falsch gemanagt. Glauben Sie denn, dass jetzt, heute, 2015, nach dem, was mit dem Bär passiert ist und diese Medien, wie Sie es genannt haben, Herr Ramsauer, die da auch drüber berichten, dass die Berliner und auch die Bundespolitik noch den Mumm hätte, dieses Schloss aufzubauen? Oder sagen Sie, das war so ein historisches Moment und das haben wir genutzt und jetzt steht's da? Ich sage immer, das Schloss ist ein Zeichen seiner Zeit. Also es gab die Generation, die entschieden hat, dieses Schloss zu bauen. Es ist politisch gelaufen und jetzt wird es umgesetzt. Ob das heute so angesichts der Rahmenbedingungen nochmal passieren würde, ist eine reine Spekulation. Ich finde es gut, dass es kommt. Ich halte es auch für richtig, gerade in diesem Zusammenhang, wo wir jetzt sind, dass es kommt. Nicht als Schloss, sondern als Humboldt-Forum, das nochmal deutlich zu sagen. Ich freue mich auf das, was in diesem Humboldt-Forum nachher passiert. Es ist ja das Zentrum, wo wir den Dialog der Kulturen führen wollen. Und wir sind jetzt mittlerweile ein so multikultureller Staat. Und wenn Sie mal sehen, die Menschen, die hier nach Deutschland jetzt hingekommen oder hinkommen, werden sich identifizieren können mit Gegenständen in diesem Gebäude, haben dann gleichzeitig die Möglichkeit, offen über das zu diskutieren in diesem Haus, was gerade diese Länder bewegt. Also diese Möglichkeiten, die wir als Bundesrepublik Deutschland sozusagen mit diesem Projekt Humboldt-Forum bieten, das ist einmalig und das kommt sehr passend jetzt im Moment. Ich würde die Frage gerne gleich weiterreichen an Herrn Ramsauer. Glauben Sie, dass der Bund und das Land Berlin noch mal den Mumm hätten, dieses Schloss so zu bauen? Ja, selbstverständlich. Also ich würde, Herr Rettig, bei aller riesiger Wertschätzung für Sie, das wissen Sie alles, also der beste Schlossbauherr seit Jahrtausenden vielleicht, muss ich sagen. Das Schloss Herrenchiemsee in meinem Wahlkreis, ja, in Chiemsee ist bis heute nicht fertig. Da ging das Geld aus Berlin aus, damals bei König Ludwig II. Aber Exkurs Ende. Natürlich würden wir, ich bin ganz sicher, das wieder bauen, wenn die politischen Mehrheiten so sind, wie sie im Deutschen Bundestag waren. Die Entscheidungen sind ja alle 2003, 2004 gefallen. Und das ist alles exakt im Zeit- und unterm Kostenrahmen, der vorgegeben war. Das ging ja los mit insgesamt 552 Millionen aus den einzelnen Teilbeträgen vom Bund, Land und Spenden und so weiter und wird fortgeschrieben. Ich weiß noch ganz genau, als Sie mir gesagt haben, Herr Minister, toll, das Ziehen von den Pfählen da unten war billiger,
wir sind schon wieder im Kosten, auf der positiven Kostenseite, weil die leichter rausgegangen sind. Ich finde es richtig, dass es so gemacht worden ist. Wir würden es wieder tun. Im Übrigen würde ich auch gerne daran erinnern, wenn Sie Chinesen fragen, was die sich unter einem Großprojekt vorstellen, die lachen Sie aus mit sowas. Die sagen, aha, mein chinesischer Kollege Li Xingleng, Verkehrsministerkollege, als ich dort meinen anderes Besuch gemacht habe, der hat immer gesagt, als es um Stuttgart 21 ging, a medium-sized railway station, from upside to underground. Ein Witz, wollte er damit sagen. Und die Kubatur vom BND-Neubau in der Chausseestraße, ich glaube, Herr Rettig, die Kubatur ist viel, viel größer als das ganze Schloss. Ich muss aber eine Frage stellen, Herr Ramsauer. Warum haben Sie dann nicht gleich Herrn Rettig zum BER-Chef berufen? Also, ich meine, also der wenn ist Sie mir jetzt mal wenigstens eine Viertelstunde Redezeit zu dem Thema geben, dann hole ich aus. Es hat unter anderem damit zu tun, dass der Bund, also personifiziert amtlich, ich war das damals, jetzt zu vertreten hat, 26% Anteil. Weitere 26% das Land Brandenburg und den Rest des Land Berlin, wenn ich das jetzt richtig oder so ähnlich. Jedenfalls der Bund, der kleinste Anteilseigner. Und darum war Herr Wobereite auch Aufsichtsratsvorsitzender zu dieser Zeit. Dann kam der brandenburgische Ministerpräsident, Herr Platzek, erst. Ich hätte das niemals allein entscheiden können. Aber Herr Ramsauer, ich glaube, das war trotzdem ein großer Fehler, der damals gelaufen ist. Es gab Sie nicht zu holen. Ja, das hat mit mir gar nichts zu tun. Nein, worüber ich mich damals sehr geärgert habe, das war auch zum Teil noch vor Ihrer Zeit, das muss ich dazu sagen, dass eine intakte Bundesbaugesellschaft existierte mit Claim Management, mit Ingenieuren, 130 Ingenieuren da drin, die also Großbaumaßnahmen gemacht haben im Spreebogenbereich. Ich hatte Ingenieure in diesem Bereich, die international tätig waren, die auch Flughafen gebaut hatten. Das war als Infrastruktur komplett vorhanden. Und was passiert beim BER? Man hat aus dem Nichts etwas Neues aufgebaut. Das heißt also, man hat erstmal ganz neue Leute zusammenbringen müssen, die sich erstmal einarbeiten mussten, die also die gesamten technischen Voraussetzungen entwickeln mussten, um sich selbst überhaupt zu koordinieren. Das war meines Erachtens ein fataler Fehler. Und ich kriege das mit von Mitarbeitern von mir, die also heute im BER sind, die sagen, also wenn wir es damals gebaut hätten, wir hätten Milliarden eingespart. Das muss man ganz deutlich sagen. Ja, das war alles lang vor meiner Zeit. Ich weiß ja trotzdem, wie es war. Aber es gibt keine Schuldzuweisungen in der Frage. Aber wir reden über den einen Fall. Es gibt hunderte andere Dinge, an denen man nachweisen kann, dass wir Deutschen das können. Das heißt ja heute... da steht es gar nicht drauf. Was können wir eigentlich? Ja, wir können eine ganze Menge. Mich haben diese Dinge als Minister immer wahnsinnig geärgert. Und dann habe ich eine Positivliste machen lassen von meinen Mitarbeitern. Ich habe gesagt, schreibt doch mal auf, was wir alles toll können. Was glauben Sie, was auf Nummer 1 gestanden ist? Die Allianz Arena in München. Zum Beispiel, schönes Großprojekt innerhalb von der ersten Idee bis zum ersten Spiel 6 Jahre. Und Schloss war da natürlich auch drauf und viele andere Dinge. Wir kommen nachher auf die Komplexität von Großprojekten nochmal zurück. Herr Ramsauer, ich wollte zunächst mal die Chance nutzen, so ein bisschen nochmal zurückzugehen in Ihrer politischen Vita. Sie haben mal in einem Interview gesagt, vor einigen Jahren, da waren Sie aber noch Minister, über die Belastungen von Spitzenpolitikern. Als Ihre Kinder noch klein gewesen seien, da hätten Sie die mal mitgenommen, sonntags zu Veranstaltungen. Und sie hätten dann eine Rede gehalten in Bayern, ich schätze mal in ihrem Wahlkreis, und dann sei irgendwann ihre 4-jährige Tochter aufs Podium gekommen und hätte gesagt, Papa, hör endlich auf, ich habe Durst. Genau, das stimmt. Das weiß ich noch ganz genau, da war ich noch lange nicht Minister, das war bei Berchtesgaden. Ich muss auch für meine Heimat immer ein bisschen Werbung machen, keine Rede ohne Worte und Orte zu nennen. Also das war wirklich über in Oberau auf einer herrlichen Almwiese, über Berchtesgaden, und am Ende des Feldgottesdienstes habe ich das übliche Grußwort gehalten. Und es war so lang, schöner Blick auf den Weizmann, 3000 Blasmusikanten. Sie haben sich gehen lassen. Und Ding. Ja, also dann kam die Barbara hoch, die damals 6 oder 8 Jahre alt war, und gesagt, Papi, hör auf, ich habe Durst. Und also so ein Jubel brach aus, weil die hatten nämlich alle Durst und wollten ins Bierzelt gehen. Okay. Warum haben Sie Ihre Familie überhaupt mitgenommen zu solchen Veranstaltungen?
Ach, da gibt es viele praktische Gründe. Wichtig fand meine Frau und ich immer, die Kinder sollen das Ganze drumherum sehen und erleben, wo der Papa seinen Beruf ausübt und wie er den ausübt. Die habe ich auch immer schon in Bonn dabei gehabt und auch natürlich in Berlin. Das ist ganz wichtig, dass die eine Vorstellung haben, auch von den Mitarbeitern, die da drumherum sind. Und die Kinder bekommen natürlich, gerade wenn man im Wahlkreis unterwegs ist, ein anderes Gefühl im Umgang mit der Öffentlichkeit, Umgang mit Leuten, ein Stück weit aufwachsen, wenigstens stundenweise in einem lauten Bierzelt, die eigene heimische Kultur kennenlernen oder das ganz unverkrampfte Umgehen schon als Kleinkinder mit Leuten, die man sonst nur am Fernsehen kennt. Wenn man zum Michel Kloß Onkel Michel oder Theo Weigel Onkel Theo sagen darf als kleines Kind, das ist doch nicht schlecht. Okay, Sie haben das allerdings in dem Interview in einem anderen Kontext erzählt. Da haben Sie das eher erzählt, wie sehr doch die Politik Sie immer wieder auch belastet hat, gerade am Wochenende mit Terminen und wie wenig Zeit für Ihre Familie da immer wieder geblieben ist. Aber das ist doch der beste Grund zu sagen, wenn ich schon nicht zu Hause sein kann, dann geht ihr wenigstens mit. Das stimmt, da haben Sie recht. Ich frage auch nur nach dieser Begebenheit, weil ich mich, als ich das gelesen habe, gefragt habe, wie oft muss man eigentlich als Spitzenpolitiker Dinge machen, auf die man eigentlich keine Lust hat? Also wenn man keine Freude hat daran, dann muss man sofort aussteigen oder kann man. Das habe ich immer anders gesehen. Immer Freude an den Dingen. Es gibt natürlich auch Phasen. Es gibt natürlich auch Phasen, wo es wirklich ganz, ganz schlimm wird. Solche Dinge habe ich auch erlebt. Aber da kann kein Minister, kein Regierungschef dran vorbei. Das muss man durchstehen. Das eine geht nicht ohne das andere. Wann war es denn mal besonders schlimm? Also ich war gerade 3 Monate im Amt als Verkehrsminister, als dieses schreckliche Bahnunglück mit 14 Toten in Hordorf passierte und dann nochmal genau 3 Monate drauf deutschen Luftraum schließen für fast 6 Tage. Und da weiß man nie, wenn man früh aufwacht, ob man abends noch im Amt ist und dann sitzt man die ganzen Nächte mit den wichtigsten 6, 7 Fachleuten und wenn die jeder von denen anders sagt, in der Beurteilung. Der Fluglotse anders mit einem Abteilungsleiter Luftfahrt und der Meteorologiechef, Wetteramtspräsident sagt wieder anders, wo zieht die Aschewolke hin und so. Und alle sind sich dann nur einig und sagen, aber Herr Minister, entscheiden müssen Sie, ab wann wieder geflogen wird oder welches Risiko dazu eingeht. Ab wie viel Gramm pro Kubikmeter Luft die Triebwerke und so. Das sind so ganz komische Augenblicke, die man nicht vergisst. Ich habe gelesen, Sie haben das auch selber erzählt, dass Sie lange gezögert haben, bis Sie sich für ein Amt eines Bundesministers entschieden haben. Sie haben 2-mal Nein gesagt und beim 3. Mal beim Verkehrsminister Ja gesagt. Unter anderem, weil damals Ihr, ich nehme an, Freund und Kollege Peter Struck Ihnen dazu geraten hat. Ja, also mit Peter Struck in der ersten großen Koalition um Volker Kauder, wir haben uns blendend und blind verstanden. Und echt freundschaftlich, persönlich verstanden. Und der Peter Struck wusste ja das alles, weil wir uns vom ersten Tag an kannten hier. Er war übrigens in der Abgeordnetenfußballmannschaft Libero und ich war Torwart. Also da kann man parteilich differenziert sein, wie man will. Wenn man jahrelang in der Konstellation miteinander spielt, dann kennt man sich, dann verlässt man sich aufeinander. Das war ein Glücksfall. Aber dann hat er zu mir gesagt, weil ich ein paar Mal halt nicht wollte. Ihr Spitzname war dann hat Peter er zu mir gesagt, Nein. Der hat zu mir gesagt, Ramses, du musst mal ins Kabinett. Der hat immer Ramses zu mir gesagt, wie viele andere auch. Und das war dann auch so. Warum wollten Sie denn nicht ins Kabinett? Weil das wäre zu sprunghaft gewesen. Ich bin damals Vorsitzender der CSU-Landesgruppe geworden. Und ich bin, das kann man anders auch sehen, aber ich sehe so, dass man Dinge auch mal fertig machen muss, konsequent. Nicht eineinhalb Jahre das machen, dann aufs nächste springen und von dort wieder auf was anderes. Nein, Dinge, die man sich vornimmt, auch strategische Ziele hat, anpacken, durchziehen und fertig machen. Und ich war mir da immer einig. Ich bin wirklich dankbar, dass das mein damaliger Parteichef Horst Seehofer mir immer sauber abgenommen hat und gesagt hat, jawohl, das voll akzeptiert, absolut akzeptiert und das ist okay. Und dann waren die 4 Jahre vorbei und dann stand das wieder an und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt
Das habe ich alles auch sauber, völlig einvernehmlich alles mit Horst Seehofer, der schon Parteivorsitzender war, besprochen. Und das war gut. Ich würde das alles wieder ganz genauso machen, wenn ich vor diesen Entscheidungen stünde. Da muss ich jetzt fragen, bis zum Zeitpunkt X, sage ich mal, bis Ihnen Horst Seehofer dann gesagt hat, das war's mit dem Bundesminister. Das war ja dann auch gar nicht so lange, muss man sagen. Wissen Sie, 4 Jahre ist eine ganz, ganz lange Zeit. Und da gibt es lange Phasen, da sagt man sich, das habe ich auch zu meiner Frau gesagt, du weißt was, sind wir froh, wenn wir diese Amtsperiode unfallfrei zu Ende bekommen, wenn man schon solche Dinge hinter sich gebracht hatte. Wie aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass Sie das doch als sehr ungerecht empfanden, dass Sie dann nicht mehr Bundesminister wurden. Das ist ja alles keine Frage der Gerechtigkeit. Ich würde aber gerne was anderes fragen. Wenn man das so erfährt, da ist ja viel drüber geschrieben worden, hinterlässt das auch ein bisschen Narben, wenn man glaubt, man hätte das Amt eigentlich auch noch mal 4 Jahre weitermachen können. Ich meine, die Voraussetzungen dafür wären ja da gewesen. CSU ist wieder an der Regierung, jetzt ist da ein Parteifreund von Ihnen. Man hätte ja sagen können, also mich würde interessieren, was macht das mit einem? Wird man da dann auch so ein bisschen abgehärteter? Und eine Frage, die auch gerne dazu stellen müssen, gibt es eigentlich wirklich echte Parteifreunde? Das ist jetzt eine sehr doppelbödige, mehrbödige Frage, ob es echte Parteifreunde Sie kennen das ja, ich will das jetzt nicht weiter ausdifferenzieren. Aber das politische Geschäft hat seine Eigenheiten, ganz genauso wie in der freien Wirtschaft. Martin Winterkorn lässt grüßen. Und eines stimmt, die Erfahrung habe ich gemacht, wenn eine solche Türe zugeht oder nicht mehr aufgeht, dann gehen zig andere Türen plötzlich auf und ich habe momentan die höchste Freude, ich genieße das alles, was ich jetzt alles mache. Jetzt sonst säße ich ja nicht bei Ihnen, wenn ich jetzt da mich mit der PKW-Maut rumschlagen müsste oder so. Jetzt sind Sie ja Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr im Deutschen Bundestag. Und für mich sitzen Sie so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Wenn wir jetzt auf die Flüchtlingsdiskussion kommen, die Kanzlerin sagt, wir schaffen das. Ihr Parteivorsitzender sagt, wir werden hier überrannt und überlastet. Mhm. Mit wem halten Sie es denn? Mit meinem Parteivorsitzenden Horst Seehofer und damit mit 90% der deutschen Bevölkerung. Nachgewiesen durch eine Umfrage der Bild-Zeitung. Darum komme ich auf 90. Und die anderen 10 sind auf der anderen Seite. Kanzleramt. Und die These von Herrn Rocholl, dass 10% sind noch im also repräsentieren das Kanzleramt, meinen Sie? Die Umfragewerte der Kanzlerin zeigen das noch nicht so deutlich. Aber dann ist das ja für Frau Merkel, sind ja dann die Tage gezählt aus Ihrer Sicht. Nein, vielleicht könnten Sie auch mal den Herrn Professor Rürup fragen. Der kommt gleich. Bei solchen schwierigen Fragen wissenschaftlich viel, viel besser aus. Mich hat vor 3-4 Wochen der für diese Fragen zuständige leitende Redakteur einer riesengroßen Zeitung in Deutschland befragt. Und am Sonntag hat er gesagt, sagen Sie mal, Herr Ramsauer, wie ist denn die Stimmung wirklich, also in dieser Flüchtlingsfrage? Dann habe ich gesagt, wissen Sie, Herr so und so, die Stimmung ist genau 180 Grad anders, als Sie jeden Tag schreiben. Wahrscheinlich haben die das auch gespürt am Rückgang der verkauften Auflage. Und da wird es halt dann ernst. Von da an begann das ein bisschen zu drehen. Jetzt kam interessanterweise diese Umfrage, die Bild-Zeitung gemacht hat. Da kam, ich hätte niemals 90-10 erwartet. Aber da sieht man, der bayerische Ministerpräsident wird von 90% der Befragten, das waren knapp 400.000, gestützt und nur 10% sind auf der anderen Seite. Also, so viele Geisterfahrer können das nicht sein. 90% können keine Geisterfahrer sein. Sie kennen ja den Witz, ja. Den einen mit dem Geisterfahrer. Genau. Aber dann würden Sie sagen, Herr Rocholl ist jetzt quasi der Geisterfahrer, der glaubt, dass das alles noch eine Chance für Deutschland ist. Da kann ich Ihnen berichten aus der letzten Woche und da spricht wirklich viel draus. Letzte Woche war, ich habe viele ausländische Gäste und letzte Woche war unter anderem der irakische Wirtschaftsminister bei mir, den ich kenne. Und dann ging es natürlich auch um diese Frage. Und er hat mir unter anderem gesagt, lieber Kollege Ramsauer, wenn es um Moral geht, dann sage ich Ihnen auf den Kopf zu, und im Irak, das wissen wir, da wird nur so getan, als ob überall gekämpft würde. 3/4 des Territoriums, hat er wieder gesagt, da wird nicht gekämpft, da ist Stabilität. Es ist von Ihnen, hat er gesagt, oder wäre zutiefst unmoralisch,
Wenn Sie die jungen Leute, die gut ausgebildet sind, Fremdsprachenkenntnisse haben, für sich in Deutschland nehmen, um, wie es geheißen hat, ich habe es mir aufgeschrieben, um die große Chance, Flüchtlinge, große Chance, so, um da unsere demografischen Probleme zu lösen. Der hat mir gesagt, der irakische Minister ist zutiefst unmoralisch von euch, uns, einem Land wie uns, diese guten Leute zu nehmen. Mit wem sollen wir unser Land mal aufbauen? Ihr reißt euch unseren Nachwuchs unter den Nagel und wir sollen dann mit eurem Geld unser Land aufbauen und entwickeln mit dem Rest, der noch da bleibt. Diese moralische Frage muss wenigstens diskutiert werden dürfen. Das ist das Allermindeste. So viel zu dem. Ich würde gerne die Frage gleich weiterreichen jetzt an Professor Rürup. Was sagt denn der Ökonom dazu? Ja, zunächst sagt der Ökonom oder der politische Mensch, dass die Entscheidung von Frau Merkel überraschend war. Also Kennzeichen für Frau Merkel war ja immer, dass sie die Sachen von hinten, vom Ergebnis her gedacht hat. Und in der Euro-Krise, finde ich, hat sie einen ganz tollen Job gemacht. Im Gegensatz zu meinen Kollegen, die sehen das anders. Und warum hat sie einen tollen Job gemacht? Sie hat immer nur so weit Entscheidungen getroffen, soweit sie die Konsequenzen überschauen konnte. Also sagen wir mal, Ökonomen haben ja in der Euro-Krise, nennen wir das mal, ja vielfach Wissen durch Meinungsstärke ersetzt. Nämlich niemand hat die Krise wirklich durchschaut. Es ist ja nicht eine Euro-Krise, es war ja eine Staatsschuldenkrise, dann war es eine Krise der überschuldeten Banken, war eine Krise der überschuldeten Haushalte, war eine Government-Krise. Und jedes Mal hat sich das Gesicht der Krise etwas geändert und Frau Merkel hat dann immer das gemacht, soweit sie die Konsequenzen überschauen konnte. So, und jetzt hat sie eine Entscheidung getroffen mit einem Wort, das hat gar nicht zu ihrer Denke gepasst. Wir schaffen das. Das hat ihr Applaus gebracht, war eine von tiefer Menschlichkeit geprägte Entscheidung, aber es war nicht von hinten gedacht. Und jetzt haben wir natürlich ein gewisses Problem. Und ich würde auch meinem Freund Rocholl widersprechen. Schauen Sie, alles, was wir über Zuwanderung wissen bislang, können wir für diese Zuwanderung gar nicht brauchen. Also wir hatten die großen Zuwanderungen Ende des 19. Jahrhunderts. Die kamen aus Ostpreußen und sowas. Da hatten wir freie Arbeitsplätze. Da wurden die Deutschen unterschichtet. Ja, das war eine, es gibt immer zwei Arten von Zuwanderung, das ist komplementäre und substitutive Zuwanderung. Ja. Die substitutive Zuwanderung steht in Konkurrenz zu den Heimischen und die komplementäre hilft zur Aufstieg. Die Gastarbeiter, ich sage das böse Wort mal, war eine komplementäre Zuwanderung. Das hat einen unglaublichen Karriereschub für die meisten Deutschen gegeben. Das erste Mal, wo wir eine substitutive Zuwanderung hatten, das war dann schon problematisch. Das war so die erste Zeit der Ostöffnung und die deutschen Heimkehr. Das war schon ein größeres Problem. Da gab es schon also Konflikte. Und jetzt haben wir, was haben wir eigentlich? Das ist eine Armutswanderung. Man flüchtet und wie man damit umgehen soll, das weiß man eigentlich gibt's nicht. Gibt es dafür ein Rezept, Herr Nein, es, das es, ist, also es, oder es, auch an Herrn Ramsauer gestellt? Weil es, es, man es, muss es, ja es sagen, gibt, was man tun möchte. Ein Rezept gibt es nicht. Schauen Sie, Einwanderungspolitik ist immer nationale Wirtschaftspolitik. Und deswegen ist das Argument Ihres irakischen Kollegen ziemlich irrelevant. Also immer, wenn man ein Einwanderungsgesetz hat, nicht. Richtig, aber Einwanderungsgesetz heißt nationale Wirtschaftspolitik. Und anderen die Ressourcen wegklauen, nein, sich unter den Nagel reißen. Ja, das ist natürlich. Was ist moralisch weltweit noch ein, global? Was ist moralisch? Aber gestatten Sie mal, dass ich meinen Halbsatz mal zu Ende sage. Ja? Also wir müssen unterscheiden. Es gibt Einwanderungspolitik, das ist nationale Wirtschaftspolitik. Da sucht man sich Zuwanderer, die Lücken im Arbeitsmarkt schließen. Das ist das kanadische Modell und so weiter. Kann man drüber reden, haben wir nicht. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben Asylsuchende. Und für Asyl gibt es eigentlich keine Obergrenze. Und das ist jetzt das große Dilemma. Da gibt es keine Obergrenze für. Und ich hätte mir eine andere Strategie gewünscht, wenn ich die Situation vorher hätte, aber die hatten wir nicht, die ist ja über uns gekommen. Man hätte beispielsweise eine Infrastruktur in den
Krisenländern oder in Randstaaten machen können, wo dort die Asylfrage überhaupt eine Möglichkeit besteht. Da hätte man sich sehr viel machen können. Die haben wir aber jetzt nicht mehr, die Situation. Und deswegen gibt es da auch keine Blaupause. Aber kriegen wir denn den Stöpsel jetzt wieder auf die Flasche? Das ist ja das, was Herr Seehofer gesagt hat. Als Nationalstaat, nein, das kriege ich mal nur auf europäischer Ebene. Als Nationalstaat haben wir dort keine Möglichkeit, es gibt keine rechtliche Möglichkeit, sagen wir mal, den Antrag auf Asyl zu verhindern. Man kann den ganz schnell befördern, kann mir rausnehmen, aber eine rechtsstaatliche Möglichkeit gibt es da eigentlich nicht. Und das ist in der Tat das große Problem. Und auch zu Rocholl nochmal. Es kommt ja bei einem Zuwanderer nicht auf das physische Dasein an. Das heißt, die helfen uns, aber nicht durch ihr physisches Dasein, sondern durch ihre Integration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt. Nur dann und nur dann hat man das, was man einen ökonomischen Effekt hat. Durch das Dasein ist noch gar nichts passiert. Aber könnte man das jetzt nicht schaffen durch Qualifikation, durch Sprachkurse, durch einen Schulterschluss mit der Wirtschaft? Ja, jetzt muss man natürlich die Frage machen, wen will man denn haben? Wir haben zunächst, und das wird immer wieder übersehen, eine Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb Europas. Das sind 500 Millionen. Und wir hatten ja schon eine massive Zuwanderung in den ersten Jahren. Vor 2011 bis 2013 hatten wir das noch gar nicht. Und da ist Deutschland auch schon gewachsen. Alle demografischen Fragen haben sich also in Luft aufgelöst. Wir wachsen zurzeit. Allerdings, und das ist eine völlig legale Zuwanderung gewesen, das war die Ostöffnung Europas und das war aus den Krisenstaaten. Da gibt es gar nichts zu steuern, die haben ein Recht hier zu sein, ja, und die müssen wir integrieren. So, und jetzt kommen wir noch diese zweite Zuwanderung da, die rechtlich eigentlich nicht geregelt ist, außer aus dem Asylbereich. So, und da weiß ich nicht, ob man sich so das sagen kann, wir müssen alle qualifizieren und, und. Ich habe da wirklich kein Rezept für uns. Vor allen Dingen, es wird keine deutsche Lösung dazu geben können. Was man vielleicht machen könnte, man hätte viel besser die Auffanglager alimentieren müssen, unterstützen müssen. Ja, hätte man viel mehr reinnehmen müssen. Man haben ja die Faustregel, 800.000 Zuwanderer in Deutschland kosten 10 Milliarden pro Jahr. So, wenn man einen Bruchteil davon genommen hätte und die Lager viel besser in Italien, in Griechenland ausgestattet, dann hätte man auch Zeit gewonnen, also die ganze Sache. Aber das ist vorbei. Ich glaube, Herr Professor Rürup, darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Aber Sie wollen doch wissen, was man tun kann. Ich, ich würde jetzt gerne noch darf ein bisschen... Darf ich ganz kurz nur einmal... Ganz, ja. Also das ist ein historischer Moment, wollte ich nur sagen. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass Herr Rürup irgendwo gesagt hat, dafür hat er kein Rezept. Soll's gehen. Das haben Sie noch nie vorher, glaube ich, gesagt. Ja. Da sehen Sie, wie ehrlich ich hier bin. Ja. Aber das ist eine wunderbare Überleitung, Herr Rürup. Ich würde ganz gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die meisten, aus unserer Vergangenheit. Genau, die sich aber jetzt ein bisschen die Gegenwart zieht. Nämlich, wenn man sie erreichen möchte, dann muss man ihre Frau anrufen. Immer. Ihre Frau managt sie. Ja. Und mich würde mal die Rolle ihrer Frau interessieren. Ihr Berufsleben ist ja nahezu deckungsgleich mit dem Privatleben, hat man so den Eindruck. Nicht und ganz. Welche Rolle spielt da Ihre Frau? Das würde mich mal interessieren. Also man sieht sie nicht oft, aber man hat sie oft am Telefon. Naja, ich habe natürlich eine Sekretärin, darf man heute nicht mehr sagen, ich habe natürlich eine Assistentin. Die hat natürlich meinen Terminplan, den ich im Büro habe, aber sie kennt natürlich nicht alle meine Termine. Meine Frau kennt alle meine Termine und wenn Sie da eine Lücke haben wollen, sind Sie immer gut beraten, bei meiner Frau anzurufen, weil die nämlich viel mehr Termine kennt und sie besser eintakten kann, als jede Sekretärin das jemals könnte. Wird das bei Ihnen auch funktionieren, Herr Rettig? Also bei mir läuft es doch mehr so über meine Assistentin, das muss ich schon ganz deutlich sagen. Also meine Frau macht da nicht mehr. Herr Rürup, wenn man auf Ihre persönliche Neigung schaut, in der Schule lag die ja nicht primär erstmal in der Wissenschaft, sondern im Sport. Hm? 1966, ist schon eine ganze Zeit her, gehörten Sie im Kugelstoßen zur deutschen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Budapest. Und damals wogen Sie 108 Kilo und liefen trotzdem 100 Meter in 11 Sekunden. Können Sie mir unter, das... unter.
Unterelektronen. So, das müssen Sie uns erklären. 108 Kilo Unterelektronen. Och, das ging ganz gut. Also man stößt der Kugel mehr mit den Beinen als mit den Armen. Deswegen haben die auch alle so dicke Beine. Der Jäger, die haben die Jagdscheinprüfung gemacht, haben was von V0 gehört. Ja? Haben sie mal gelernt bei der Waffenkunde. Ja? Und die V0, die kommt aus dem Bein. Der Arm ist wichtig, aber deswegen kann jeder Kugelstoßer, der kann noch so schwer sein, die können alle toll sprinten, weil die im Bein Explosionskraft haben müssen. Und da ich war muskulös, aber ich war nicht fett, also ich konnte dann die 100 Meter noch so durchhalten, sonst bricht man ja normalerweise nach 25 ab. So, dann hat ein Unfall das beendet, habe ich gelesen, aber wenn Sie weitergemacht hätten, was wären Sie dann heute, Coach für DAX-Vorstände? Das weiß man gar nicht. Also zu der Zeit hatte ich nur ein Ziel, ich wollte da irgendwie aufs Treppchen. Ich hatte nie etwas anderes gedacht. Das war mein Ziel, darauf war ich fixiert. Und in der Tat, dann hatte ich einen Unfall, war ein bisschen schmerzhaft, aber so. Und dann, das glauben Sie nicht, aber dann kam so im Krankenhaus der Gedanke, so, und was machst du jetzt? Und da dachten Sie, aufs Treppchen muss ich auch, deswegen werde ich Professor. Ich wollte nicht Professor werden. Also ich habe sehr schnell studiert, ein Examen gemacht, wird Sie überrascht. Ich habe mir auch überlegt, man weiß ja nie, wie gut das Examen ist, deswegen bin ich diplomierter Kaufmann. Ich hatte immer volkswirtschaftliche Lehrstühle, aber ich habe noch Bilanzen lernen. Deswegen bin ich Kaufmann geworden, weil die bessere Berufsaussichten hatten. Ja? Und dann war das Examen wieder erwarten gut. Ich hatte mehrere Angebote als Assistent, dann habe ich den genommen. Dann hatte ich auch unglaubliches Glück. Die Älteren von Ihnen kennen noch Picht, ja, Georg Picht, ja, kennen Sie auch noch. Da wurde die Bildungskatastrophe ausgelöst, da wurden die Hochschulen ausgebaut. Und deswegen hatte ich Glück, war ich mit 31 Professor. Toll. Wenn Sie jetzt schauen, Sie sind dann in die SPD eingetreten, 40 Jahre Mitglied der SPD. Länger. Noch länger, aber über 40 Jahre, sagen wir es mal so. So treu wie in der Ehe, haben Sie mal gesagt. Warum eigentlich Sozialdemokrat? Wenn ich Sie so reden höre, würde Herr Ramsauer doch eigentlich besser in die Union passen, oder? Ach nee, sagen Sie das nicht. Schauen Sie, ich komme, Sie haben es ja recherchiert, dann wissen Sie es, eigentlich aus einem sehr konservativen Elternhaus. Und ich hatte da ein bisschen Probleme mit und dann habe ich mal... Dann sagten Sie, ich gehe in die SPD. Nein, in die SPD bin ich gegangen, weil ich begeistert war von Willy Brandt und von Karl Schiller. Das fand ich sehr gut. Aber ich habe dann mal eine Zeit lang gearbeitet. Und da habe ich gelernt, dass viele Sprüche, die ich von meinem konservativen Elternhaus gelernt habe, in der Realität so nicht so stimmen, so... Jeder ist seines Glückes Schmied. Nee, das stimmt nicht. Ist nicht jeder seines Glückes Schmied. Das heißt, der Glück in diesem Land, auch die berufliche Karriere, wird wie in kaum ein anderes Land vom Elternhaus bestimmt. Und ich wusste, und ich hatte das alles gelernt. Ich wusste, das war eine Periode, die ging vorbei. Und das war deswegen. Und da habe ich, wahrscheinlich nur die Oberfläche, aber da habe ich auch Armut gesehen und da bin ich ein rechter Sozi geworden, wenn Sie wollen. Und Hand aufs Herz, nie schwach geworden, mal in der Kabine? Wobei? Mal woanders ein Kreuzchen zu machen als bei der SPD? Schwach werden wir immer, das wird man zu jeder Zeit, aber Gott sei Dank haben wir ja das Wahlgeheimnis, was auch in Talkshows eigentlich... Bevor wir nochmal auf das Thema kommen, können wir Sozialstaat, das müssen wir doch noch besprechen, aber ich würde trotzdem nochmal fragen, wir haben ja jetzt Herrn Ramsauer hier und Sie waren lange Regierungsberater, was würden Sie ihm denn jetzt raten, damit er Ministerpräsident wird? Ministerpräsident? Erst mich mal fragen, ob ich wollen würde. Das ist zweitrangig. Ja. Sie reden über die Ehefrauen von Politikern und Professoren und dann... spielt das kein, ist das Zweite. Herr Ramsauer, gucken Sie, man wird ja, das weiß ich aus Erfahrung, weil ich ein paar von Ihnen kenne, erstens, Politiker, die ich kenne, sind, das muss man mit Ehrenrettung sagen, bienenfleißig. Und in aller Regel verstehen sie auch,
was man ihnen sagt, dass sie es nicht tun, hat eine andere Funktion. Ja? Aber kein Politiker wird Politiker, um Geld zu verdienen. Man treibt auch keinen Sport, um Geld zu verdienen. Man will aufs Treppchen. Sie wollen auf Treppchen. Und genau das ist die Motivation eines Politikers, ist die intrinsische Motivation, aufs Treppchen zu wollen. Und natürlich, positive ist dasselbe. Und natürlich würde man das machen, wenn man das Angebot bekäme. Ja. Ja, nicht unbedingt. Naja, gut, okay. Also man muss schon immer noch die Freiheit haben, sich auszusuchen, auf welches Treppchen ja, man will. Ja, aber Treppchen ist schon schön. Ich habe alle Treppchen gehabt, die ich wollte. Und andere, die ich nicht wollte, ja, da brauchen wir aber auch jetzt fragen wir schon nochmal, würden Sie es denn machen, wenn Sie das Angebot bekämen? Also der Franz Josef Strauß würde an der Stelle sagen, Ihre Frage ist schon falsch. Das sind die besten Fragen, Ich habe sie ja von Franz Josef Strauß. Ja. Ich würde jetzt aber gerne, Herr Röhrup, zu dem nochmal kommen, wenn wir gucken, Sozialstaat, das ist Ihr Thema eigentlich auch über die vielen Jahre gewesen, die Sie als Regierungsberater, aber auch als Ökonom begleitet haben. Ganz kurz, wirklich ganz kurz nur antworten, können wir Sozialstaat? Natürlich können wir Sozialstaat. Nur man muss doch wissen, in einer Demokratie werden Reformen meistens nur in schlechten Zeiten gemacht. Dann sind Politiker mutiger und die Bevölkerung ist verständnisvoller. Wir surfen seit 2010, 2011 auf einer Wohlfühlwelle. Und Schröder hätte doch nie seine Reformen gemacht, das weiß ich ziemlich genau, wenn ihm das Wasser nicht am Halse gestanden hätte. Er hat die Wahl mit 6.047 Stimmen gegen Stoiber gewonnen. Ja, und der Economist schrieb dann auch noch kurz nach der Wahl nochmal Sick Man of Europe mit dem Titelbild, dem Riesen, ja, im Lumpengehüll. Das war Deutschland im November 2002. Und das war schlicht die Flucht nach vorne. Was Schröder das Genick gebrochen hat, war der Verlust der NRW-Wahl und die vorgezogene Wahl. Wenn die Wahl ein Jahr später gewesen wäre, hätten wir jetzt noch einen anderen Bundeskanzler. Davon lassen wir nicht. Dann hätte er nämlich sich jetzt auf dieser Wohlfühlwelle surfen können. Ja? Ich möchte so ein bisschen in die Schlussrunde überleiten. Wir hatten unsere Gäste gebeten, etwas mitzubringen, was sie mit diesem Thema verbinden. Was können wir Deutschen eigentlich? Und Herr Rettig, da würde ich Sie mal fragen, was Sie uns denn eigentlich zu diesem Thema mitgebracht haben. Ja, ich habe ein Bild mitgebracht und wollte eigentlich damit zeigen, dass wir Kunst können. Nur, wenn Sie das Bild sich genau anschauen, dann ist das überhaupt kein Kunstwerk, sondern es ist Ingenieurkunst. Dieses hier ist ein Technikraum im Berliner Schloss, nur von der Planung. Ich wollte gerade fragen, beim BER sieht es anders aus, oder? Und das sieht beim BER, das sieht beim BER sicherlich ähnlich aus. Ach so. Und das Problem ist, wenn Sie in dem Stadium, wo wir jetzt sind, in so einem Bild anfangen rumzuverändern, dann haben Sie den BER. Und das ist genau da passiert. Das heißt also, es sind Veränderungen vorgenommen worden, wo die Planung bereits so aussah. Und das ist die große Sorge, die ich bei diesem Projekt hier auch habe. Wenn Sie überlegen, dass der regierende Bürgermeister gerade dabei ist, hier eine Nutzungsänderung vorzunehmen, wo verbal das relativ leicht ist. Aber ich hatte vor kurzem schon jemanden bei mir sitzen, der sagte, können wir nicht diese Wand und können wir nicht jene Wand verändern. Da habe ich gesagt, was ist das denn für ein Konzept, was ihr dahinter habt? Da gibt es noch kein Konzept, da gibt es noch keinen, der also im Prinzip genau durchdacht hat, was da kommt. Da existieren 6 Seiten. Das ist ein Problem, wenn Sie in so einem Stadium anfangen zu verändern. Oder wenn dann die Museen anfangen und sagen, also wir kriegen einen neuen Intendanten und der neue Intendant, der kommt aber erst im Januar richtig und dann hat der noch wieder tolle Ideen und ich fange dann an zu wühlen. Also dieses Bild muss man sich vor Augen führen und dann weiß man, das Entscheidende sind nicht das Verschieben von Wänden, das Entscheidende ist, was an Ingenieurkunst dahinter steckt und das sind die Verflechtungen auf einer Baustelle. Das schenken wir Herrn Ramsauer. Das stimmt, das können Sie mitnehmen, genau. Und Ihren Kollegen noch mal zeigen, damit die wissen, was sie anrichten. Da meinen die ich jetzt angerichtet. Ach so. Okay. Nein, das ist gefährlich, das wird die Botschaft bringen. Also, um das mal ganz deutlich zu sagen, es war Ihr Vorgänger.
Nee, ich nehme meinen Freund Wolfgang Tiefensee immer in Schutz. Also ja, aber so viel Fairness muss sein. Ich glaube, da würde die Sendung jetzt nicht ausreichen, um das festzuhalten. Klar. Aber ich würde Herrn Professor Rürup fragen, was haben Sie denn mitgebracht? Ein Mercedes-Schlüssel, wir dürfen nein, Autoschlüssel. Nein, was kann Deutschland? Wir können Produkte des 19. Jahrhunderts, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unglaublich weiterentwickeln und moderne Technologie reinbauen. Dieser Autoschlüssel ist doch nicht dazu da, um das Auto umzustellen. Der weiß, wo ich bin, der weiß alles. Das ist ein hochkomplexes technologisches Produkt. Oder das kann Deutschland. Oder, und das sind nicht nur die Automobilfirmen, das sind auch die Mittelständler. Wenn Sie irgendwo in einem Aufzug in der Welt stecken, können Sie sicher sein, in den meisten Fällen hängen Sie an deutschen Seilen. Das sind hochtechnologische Produkte. Wenn Sie irgendwo eine Medizinvorlesung in der Welt hören, haben Sie ein deutsches Skelett da vorne. Ja, also insofern. Heutzutage jetzt, Herr Rürup, um Autoschlüssel mitzubringen, ist im Moment ein bisschen schwierig, oder? Nö. VW lässt grüßen. VW lässt grüßen, ja. Ingenieurkunst. Und Tesla lässt grüßen. Ingenieurkunst mit krimineller Energie dahinter, aber trotzdem, ja. Nein. Okay. Ja. Ich glaube. Ja, das ist auch so. Also ich glaube, die Automobilindustrie, man kann jetzt sagen, ist die Schlüsselindustrie. Gleichzeitig kann sie ein Klumpenrisiko werden. Das kann sie auch sein, aber zurzeit ist es noch eine Schlüsselindustrie. Sie sagen, sie ist es auch noch trotz des VW-Skandals. Das denke ich schon. Der VW-Skandal ist mutmaßlich heilsam. Also auch Siemens hat das alles überstanden und GE hatte Todesfälle dabei. Das wird VW massiv beuteln, zu Recht. Das hat vielleicht eine heilsame Wirkung. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das die deutsche Automobilindustrie also im Kern erschüttern wird. Zumal ja die deutsche Automobilindustrie nicht mehr in Deutschland sitzt, sondern in vielen, vielen anderen Ländern. Aber ich muss hier nochmal eine Lanze für die Ingenieure brechen, also ganz eindeutig. Warum passiert so etwas in so einem Konzern? Und das ist genau das Gleiche, was ich an diesem Bild dargestellt habe. Die Ingenieure kommen unter Druck und dann suchen sie Lösungen. Und wenn diese Lösungen nur so aussehen können in dem Moment, wie sie gerade den Druck bekommen haben, dann machen sie es. Das sind Pragmatiker. Ja. Also insofern ist immer die Frage, mit welchem Druck gehe ich an Prozesse her? Ich gebe den Ingenieuren gebe ich keine Schuld. Gut, also Herr Ramsauer, was haben Sie mitgebracht? Ich habe mitgebracht einen Fischerdübel. Schauen alle. Ja. Der Fischerdübel, erfunden von Fischer, darum heißt der Fischerdübel, ist für mich ein Symbol für deutschen Erfindergeist und pfiffiges deutsches Tüftlertum. Und der Fischerdübel hat weltweit eine Revolution ausgelöst für das Befestigen von Gegenständen an Decken und an Wänden. Toll. Ein Dübel. Ja. Um die Runde zu schließen, diesen Tüftlergeist brauchen wir, um am Ende den BER auch noch zum Gang zu bringen, oder? Das ist ja auch so ein Prototyp. Okay. Es sind auch Dübel verbaut. Ja. Gut. Also, kriminellen Wänden aber. Das war das Schlusswort. Ulrike Hinrichs und ich, wir sagen Dankeschön, dass Sie heute Abend hier waren. Dankeschön, dass Sie unsere Gäste waren für diese spannende Diskussion. Und danke auch an den Gastgeber, Herrn Rocholl und die ESMT für diesen Abend hier. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Das Internet ermöglicht es auch, dass alle, die hier sitzen, auch mal ausreden können. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Heimweg.